Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute was ganz Besonderes, wie man sehen kann, hänge ich schon am Baum. Wir werden heute eine Nacht auf einem verlassenen Bauernhof schlafen. Das ist gruseliger als alles. Beste Idee war das natürlich nochmal. Ach Quatsch, auf sowas komme ich doch nicht, Hella. Ja, das habe ich auch gesagt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Hof mal gemeinsam an. Wir haben die Eigentümer natürlich gefragt, also es ist alles abgesprochen. Wir sind jetzt nicht irgendwo einfach hingefahren. Ja, das dürft ihr auch nicht machen, Leute. Nee. Nicht einfach auf fremde Grundstücke gehen. Gibt's Ärger. Aber ich bin mal gespannt, was hier so in der Nacht abgehen wird. Das ist halt auf jeden Fall verlassen. Wie lange jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber hier hat auf jeden Fall seit Jahren keiner mehr gewohnt. Oh, das ist irgendwie gruselig. Und hier sind wir auch schon. Es ist schon sehr creepy. Das Ding ist, ich fühle mich wie ein Einbrecher. Ja, hier sollen wohl früher mal viele Tiere gestanden haben. Da ist schon der Eintritt in die tolle Wohnung. Okay. Es ist einfach gruselig. Es wurde hier scheinbar schon randaliert. Das wurde nicht von den Besitzern so hinterlassen. Tolle Haustür. Ich glaube, ich klingel noch einmal. Oh, Klingel funktioniert nicht. Oh mein Gott. Allein dieses Geräusch ist schon gruselig. Ich finde es herrlich hier. Oh, hier sind noch alte Sachen. Wollen wir schwimmen? Das ist gruselig, Hella. Okay. Was ist das denn, Hella? Das können wir für ein Video gebrauchen. Oh, nein, das ist mega gruselig. Ein Einhorn. Das können wir für ein Regenbogen-Video benutzen. Schüttelt es mich schon, weil ich so gruselig bin. Und hier ist noch eine Brille. Eine Partybrille. Ja, da setz sie mal auf. Schön. Oh mein Gott. Wie stinkt die? Ich finde es halt jetzt schon so gruselig und es ist einfach herrlichter Tag. Schaut euch das hier mal an. Oh, Tom. Was ist? Ich will hier raus. Was soll passieren? Ja, ich finde es mega gruselig. Kann halt sein, dass hier jemand drin ist, ne? Ja, witzig, sehr witzig. Hier ist das WC. Hier hat halt mal jemand drin geschlafen, Hella. Ah ja, da können wir uns ja gleich dazulegen. Also ich glaube, ich bin dafür, dass wir draußen schlafen. Ich finde dieses Haus nämlich super, super gruselig. Eine Mikrowelle, ein Fernglas. Ja, hier sind noch ein paar Kabel. Hier ist auch nichts drin. Hier war, glaube ich, mal die Küche. Das Schlimmste haben wir geschafft. Wer weiß, was uns hier noch erwartet. Also gruseliger kann es ja nicht werden. Jetzt gehen wir hier mal in die Stallungen. Selma. Ich denke, das war ein Pferd. Ja, hier haben auf jeden Fall Pferde gestanden. Das hier war eine Box. Alter, wie fett. Ja, eine voll die riesige Box. Und sogar mit Paddock dran oder so, ne? Also ich muss sagen, ich finde es gruselig, aber auch irgendwie idyllisch. Das stimmt, so ein bisschen Idylle hat es, wenn man draußen ist. Ja, nur wenn man draußen ist. Ich glaube, ich werde auf der Bank hier schlafen. Da hinten ist noch eine Hütte, Hella. Wollen wir da mal hin? Ein Schlüssel. Wofür ist der denn? Nee, mit Hella. Vielleicht finden wir noch so Schlüssel. Crazy, dazu. Hier einfach ein Schlüssel liegt. Nachher ist das ein Schatz, der dazu gehört. Ja, was ist das? Zu Raupe Nimmersatt? Mega cool. Warum lag der hier einfach? Für alle Einbrecher, ihr könnt den Schlüssel einfach nehmen. Links um die Ecke, da liegt der. Aber ich finde es auch ein bisschen gruselig, die Stille hier. Also es ist idyllisch, aber auch gruselig. Bisschen zu still. Weil hier ist wirklich so meilenweit keiner. Oh, sind das nicht so Imkerdinger? Bienenstöcke. Ja. Okay, die wurden aber, glaube ich, lange nicht mehr benutzt. Also hier war wohl jemand Hobby-Imker. Aber Tom? Das Gute ist, wir haben Fernseher. Oh ja, der funktioniert bestimmt noch. Drückt man da auf den Knopf da rechts. Ja. Also wenn das jetzt geht. Nein, ist vielleicht auch besser so. Aber wäre jetzt echt cool gewesen, hätten wir auf diesem mega alten Fernseher jetzt was schauen können. Hier hat einfach jemand diese Satellitenschüsseln angemalt. Nein, das sind Chamäleon-Satellitenschüsseln. Ah, wechseln die jetzt auch noch? Passen sich der Hintergründe an. Das hier sieht halt real aus. Ich habe das echt im ersten Moment nicht gesehen. Voll schlau, dann fallen die nicht so auf. Und hier ist noch ein Keller. Hier könnte mal wieder die Treppe geputzt werden. Ach, und vielleicht das ganze Haus saniert werden. Ist es hier ein Schokokuss? Ja. Ist das ein Schokokuss? Nee. Oh mein Gott, wo kam dieser Staub her? Keine Ahnung. Ach, hier ist so ein Pilz. Oh mein Gott. Nachher sind die so giftig, aber was ist das? Das ist kein Schokokuss. Oh, ich find's gruselig. Aber der Keller hat echt die perfekte Größe für mich. Ich könnte hier so reingehen. Geh mal rein. Aber ich will's nicht, weil du mich dann einsperren musst. Nein, als wenn ich dich einsperre. Ja, nee, du sperrst mich ein. Hier, nimm die Taschenlampe mit. Ich find's gruselig. Ich find's einfach. Geh jetzt rein, sonst gehe ich rein. Geh du rein. Ich will's einfach nicht. Warte, ich nehme die Kamera mit. Okay, es ist hier wirklich nichts drin. Nur irgendwas da in der Mitte, aber hast nichts verpasst. Schnell wieder hoch. Oh, Leute, diese Nacht wird, glaube ich, richtig schlimm werden. Schlimmer als in jedem Horrorfilm. Oh mein Gott, dieser Vogel. Das könnte ein richtig schöner Hof sein, wenn man den so... Wenn man den richtig schön macht. Wenn man den richtig schön macht. So mit einem Haus. Die Atmosphäre ist toll, aber ist wirklich runtergekommen. Halt einfach leerstehend jetzt. Oh, da ist ein Rasenmäher. Mhm. Willst du sonst jetzt hier noch ein bisschen Rasen mähen? Nee, danke. Man sieht, das Hufeisen hängt nach
oben, also fängt es das Glück. Und das hier war auch ein Mini-Stall. Hier ist ein Fahrrad drin. Und auch eine Tür da hinten, also da geht es scheinbar auch wieder raus auf den Paddock. Was ist das? Ein Staubsaugerteil. Wie verrostet will man sein? Diese Haufen so, ja. Das ist Gold. Ein goldener Schatz, den wir gefunden haben. Hier ist der ganz Schatz. Ehrlich. Hier, guck mal, da ist auch das Schlüsselloch. Da, perfekt. Der ist für den Schatz. Ja, wir haben den Schatz gefunden und der Schlüssel passt. Genau. Das Rätsel ist gelöst. Aber Gott sei Dank ist die nächste Satellitenschüssel auch schon wieder angemalt. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei den Pferdeboxen. Jetzt müssen wir langsam mal überlegen, wo wir schlafen. Tom, ich bin echt nicht fürs Haus. Nee, ich auch nicht. Ich finde das Haus richtig gruselig und da ist noch nicht mal eine Tür. Ja, ich bin auch nicht fürs Haus. Dann finde ich es ja hier sogar besser, oder? Ja, dann kannst du ja hier schlecht auf den Boden legen. Also ich habe eine Matratze dabei, aber die ist nur so dünn. Hier, guck mal, da sind so Europaletten. Die können wir da vielleicht runterlegen, aber da ist nur eine. Ja, aber dann lass uns auch hier in der Pferdebox schlafen. Da sind wir doch eh schon gewohnt, Tom. Hier ist noch eine Europalette. Guck mal, die ist hier ja, so richtig ist doch gut. In Spinnweben. Eigentlich voll gemütlich hier, diese kleine Tischecke. Total. Das finde ich hier noch das Schönste, oder? Was ich auf jeden Fall nice finde, ist, dass sie überall so Europaletten sind, weil die kann man gut nehmen als Untergrund, dass die mal ja, da vorne hintragen. Das ist eine gute Idee. Was ist hier eigentlich noch? Hier waren wir noch gar nicht. Hier ist noch eine Tür. Das hier ist okay. Schon wieder ein Schlüssel drin. Das ist echt creepy. Wie lange wurde dieser Schlüssel halt nicht mehr umgedreht? Okay. Eine Schatzkammer. Auf jeden Fall ist hier Honig. Falls wir Hunger kriegen in der Nacht. Ist das der selbstgemachte Honig? Nee. Das ist einfach richtig alter Honig. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles gesehen. Lass uns unser Bett bauen. Hella, hier ist dein Kopfkissen. Gartenblumenerde. 40 Liter. Nee. Was ist das? Warum sind hier halt solche Geräusche? Das ist ja gruselig. Obwohl hier niemand ist. Ich glaube, hier fallen halt so Eicheln vom Baum. Das kann es halt sein. Die ist doch mal mega gut erhalten, oder? Ja, mega gut erhalten. Ich weiß halt nicht, ob ich in diesem Ding schlafen will. Ich finde es hier halt echt besser, wenn von hier jemand kommt, dann können wir schnell da hinten rausrennen, oder? Wir schlafen einfach mitten auf dem Hof. Nee, lass uns lieber hier, falls es regnet, wir sind geschützt. Hier ist es echt noch in Ordnung. Oh mein Gott, wie diese Spinnweben jetzt hier im Wind wackeln. Das sieht richtig creepy aus. Oh, das nächste Halloween-Video drehen wir einfach hier. Ja, ist so. Vielleicht finden wir irgendwo einen Besen. Ja, dann stellen wir die mal hier auf den Hof. Oh, da ist ein Besen. Oder nur das Ende vom Besen. Aber besser als gar nicht. Tom, wir könnten ja auch mal so eine Woche ausgesetzt. Tom und ich. Ach, nee. Seven vs. Wild, oder was? Ja. Nur ohne Seven, sondern zwei vs. Wild. Wir würden halt keine zwei Tage überleben. Wahrscheinlich nee. Nacht. Und dann müssten wir uns irgendwie so Pilze pflücken und würden so... Diese staubigen Pilze essen. Und dann isst man den so und dann staubt so aus dem Mund. Boah. So. Super, Tom, machst du das. Das muss echt noch ein bisschen sauberer gemacht werden, sorry, aber... Jetzt auch noch Ansprüche hier. Das ist wirklich frech. Man schläft auf so einer alten Europalette, das muss echt noch sauber das gemacht werden. Das muss echt sauber gemacht werden. Eins, zwei, drei, das sieht doch richtig gemütlich aus. Kein Grund zur Sorge. Das sieht doch gut aus. Ja. Lassen wir da drauf? Ja, das wird easy gehen. Easy. Okay, Tom, dann lass uns jetzt mal die Matratze holen, die du mitgenommen ja, hast. Das ist nur der Topper, also das ist nur so dünn. Oh. Wir brauchen noch eine Decke, die wir da drunter legen können. Okay. Ich muss halt sagen, das Schönste an diesem ganzen Hof, beziehungsweise das Sauberste, ist auf jeden Fall diese Überdachung. Ich glaube, die ist relativ neu. Also relativ neu, dafür, dass hier lange keiner mehr gewohnt hat, ist auch ja. Ansichtssache. Ja, aber hier sind keine Spinnweben. Alles legen wir gut. Drunter. Oh Gott. Oh Gott, ich bin nicht da. Das ist Mathis. Mathis Röcki? Polizei, hello! Mathis Röcki. Oh Gott! Was sind Sie denn hier? Wir schlafen hier. Ist hier ein Lost Place, ihr habt nichts zu suchen. Ich rufe gleich die Polizei an. Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Ich habe ihm geschrieben, dass wir hier sind. Und er kommt einfach. Hallo! Ines ist da! Wir sind gerade dabei, uns ein Bett zu bauen. Aber ja, nice, dass ihr kommt. Wir haben warum eben gerade überlegt. Ihr im Pferdestall und nicht im Haus. Weil das Haus gruselig ist. Nein. Weißt du, wie gruselig das ist, Digga? Da sind komplett viele Scherben drin. Und da finde ich sicherer. Falls jemand kommt hier von vorne, können wir mal noch hinten raus. Stimmt, dann habt ihr fluffig. Eigentlich ist der Hof schon ziemlich geil, oder? Also ich glaube, man könnte hier eigentlich was Geiles machen. Lass uns verstecken. Ich habe ewig nicht mehr verstecken. Nein, oh Leute, Gott. Nein. Oh ja, ich habe jetzt schon verstecken. Angst. Lass uns verstecken. Das in Zweierteams nein, machen. Nein, lass uns verstecken spielen. Das wir spielen verstecken. Ines, wir sind in einem Team. Okay. Ja. Das habe ich Angst. Ich suche. Was zählt denn alles außer das Maisfeld? Oder? Ja, nur auf diesem Grundstück. Im Maisfeld werde ich euch ja wohl nie im Leben finden. Wie lange soll ich zählen? Minute. Ich stelle mich hier hin. Eins. Aha, Leute, ich bereite mich hier vor. 12, 13. Was macht er denn? Mathis! Ines, nein, das ist voll aufregend.
Das ist nicht rein. 33, 34, 35. Oh Gott. Da war sehr schlechtes Versteck. Hier rein. Oh Gott. Ich bin ein Spinnennetz. Ja. 58, 59, 60. Ich komme. Ich mache denen jetzt einfach Angst, weil dann kommen die von selber aus ihren Verstecken raus. Also ich fühle mich richtig gut mit dieser Kopflampe. Ich habe nur richtig Schiss, erschreckt zu werden. Leute, wenn ihr mich erschreckt, geht die Kamera kaputt. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, was gruseliger ist, zu suchen oder gesucht zu werden. Vielleicht ist auch der Trick, einfach ganz leise zu sein. Dann hört man nämlich, wenn sich jemand bewegt. Ich hoffe einfach, es ist keiner im Haus. Aber ich glaube, davor haben die selber zu sehr Schiss. Ein paar Sekunden später. Leute, ich glaube, ich muss ins Haus reingehen. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da irgendjemand reingetraut hat. Gut. Jetzt geht's durch den Hintereingang. Oh! Ich habe was gehört, Leute. Hier ist jemand drin. Ah, ich hab euch! Nicht heulen! Das ist immer schön, dass man irgendein Einbrecher jetzt gefunden hat. Sie sah aus, als würde ihr heulen. Oh mein Gott. Okay. Raus hier wirklich ganz schön. Ich fand schon richtig gruselig hier gefühlt 30 Minuten zu warten, weil du einfach Ewigkeiten gebraucht hast. Hast du manches als Ersten gefunden? Nein, das ist gut. Jetzt bin ich nicht mehr alleine, sondern habe hier noch andere. Aber unser Versteck war gut. Mein Equipment hier, das ist gut. Ja, hab ich auch gedacht. Wann hat er sich das halt geholt? Profisucher hier. Wofür ist die jetzt? Dafür ist das? Nee. Da ist keiner drin. Safe nicht. Es war schon schlimm genug, dass ihr im Haus wart. Oh. Hä, wo ist er denn ganz hin? Schon. Hä? Jetzt hast du von da Pipi gemacht, oder? Ja. Hä? Das ist doch unlogisch. Da vorne war ich halt überall. Oder kam das aus dem Haus? Ich glaube, es war nicht im Haus. Hä? Das kommt von allen Seiten. Oder unterm Auto. Unterm Auto. Ja, es war halt immer um uns herum. Du fühlst dich so wie bei der Polizei, ne? Ja, lauf doch dahin. Da so drunter. Mathis, was machst du denn da? Er läuft halt weg. Muss da! Wir haben das gesehen, was? Dass er da drauf geklettert ist. Alter, ihr seid so frech. Ich dachte, wo kommt das Geräusch her? Leute, ohne Scheiß, hier oben ist der beste Spot zum Schlafen. Richtig geile Aussicht nach oben. Leute, wir müssen jetzt irgendwie irgendwas essen. Ich hab Hunger. Ella, was machen wir jetzt? Wir wollen jetzt ein Feuer nach... Was ist? Es ist gerade so abgefahren. Oh, was? Ich bin lecker. Ich bin gefühlt morsch. Wir machen jetzt ein Feuer in der Schubkarre. Ehrlich. Das sieht lecker aus. Super. Vielleicht ist es zu nass. Ja. Ich habe auch die Befürchtung. Von der Karte. Was zur Hölle? Ich glaube, hier sind so Haare drin oder so. Das sieht richtig eklig aus. Du hast Haare. Wüsstest du? Wüsstest du gerade hier die Haare? Ih, du hast mich angespritzt. Das ist ja ekelig. Mann, das hat mich richtig eklig mit dieser Scheiße. Ja, was ist jetzt hier? Ja, ist doch perfekt jetzt. Okay. Die Haare sind raus. Perfekt. Stell das mitten auf den Hof und dann wird das Feuer gemacht. Leute, so Baustrahler, ja. Wir haben ein neues Licht. Wolltest du die Hütte gleich umbauen oder was ist dein Auftrag? Hätte ich echt Bock drauf. Das ist unsere Suppe für den heutigen Tag. Guten Appetit. Jeder nimmt sich eine Gabel. Okay, wir brauchen trockenes Holz. Das müssen wir jetzt suchen. In 3 Minuten sehen wir uns alle wieder. Wer das beste Stück und meiste Holz hat, hat gewonnen. 3, 2, 1. Oh. Was jetzt? Was geht da hinten ab? Ja. Was soll ich sagen? Was habt ihr?
Also ich habe glaube ich das Beste, weil ich habe einen Besen. Ein Besen aus einer Scheune, der ist staubtrocken und der ist ganz feine Fasern. Ich glaube, das ist ein gutes Anmachmaterial, aber... Das ist ein Riesending! Dann können wir auch ein Riesenbrett verbrennen. Kommt das aus der Wildnis oder irgendwo unter Dach? Aus der Halbdach. Das war gelogen. Ich habe hier ein paar Stöcker organisiert. Ich dachte, man braucht immer sowas Kleines zum Anzünden oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja, und das hier habe ich. Leute, das ist unsere Bewerbung für Seven vs. Wild. Aber vs. ihr kriegt Wild. Uns nur zu viert. Ja. Nicht alleine, weil sonst haben wir Angst. Okay, wir machen dann Feuer in einer Schubkarre. Wir brauchen Feuer. Hat jemand ein Feuerzeug den dabei? Anfeuern? Da hinten gibt es Feuerzeug. Ja, ich glaube, so wird das nicht. Aber ich glaube, Tom kriegt das gut hin mit dem Muss Stein. Muss ihn anmachen. Oh. Hallo, Besen. Okay, wir brauchen ein Feuerzeug, wir können sowas nicht anders. Ah, ihr seid so lustig heute alle. So lustig. Also, ja, wir brauchen wir müssen eh irgendwas noch essen und ich habe diesmal nichts dabei. Also müssen wir eh irgendwas bestellen oder holen oder so. Dann ich würde sagen, die einen sind Jäger, die anderen Sammler. Ich bin Team Jäger. Hella, du bist vegetarisch, du bist Sammler. Also sammeln wir Pilze. Ja, genau, ihr beiden seid Veggie, ihr seid die Sammler und Tom und ich, wir sind die Jäger. Und was jagt ihr hier? Hasen. Oh, das ist gruselig. Mit dem Besen. Ich gehe jetzt auf Hasenjagd. Mathis, wie wäre es, wenn wir einfach Pizza bestellen? Okay. Kann man das bei Seven vs. Wild auch? Nein, aber wir machen die Hella Edition hier. Wir müssen ja auch nicht gleich mit allem anfangen. Ne? Wir können ja auch erstmal langsam anfangen. Heute bestellen wir erstmal Pizza. Heute spielen wir erstmal nur Verstecken. Ja. Und bestellen Pizza. Okay, gut. Und dann, wer auch immer fährt, kann ein Feuerzeug mitbringen. Eine Stunde später. Was habt ihr denn da drin? Hi. Schlaft ihr hier mit uns? Klar. Nein. Nein, ich alleine. Wir mussten noch ein paar Matratzen holen. Habt ihr ein Feuerzeug? Ja. Ja. Sehr gut. Wow. Ich hab's aber nicht getestet. Oh nein. Ah, oh, es funktioniert. Nein, oh Gott. Das wäre es jetzt gewesen. Oh, hier sind echt viele Mücken gerade. Oh, hey, Ines, das ist ich würde so sagen, schlimm. Wir fangen an mit dem Besen. Ihr seid auch so kleine Pfadfinder. Leute, bitte nicht nachmachen. Ja, jetzt können wir uns da drum zusetzen. Okay, dann lass uns mal Stühle holen. Das ist wirklich ein wunderschönes Feuer. Wir müssen auch mal ein bisschen pusten. Ja, ja. Macht ihr super. Ja, es entfacht wieder, es entfacht wieder. Es ist wieder entfacht. Ich hab ganz viel Sam vs. Wild geguckt. Leute, ich glaube, ich habe das beste Brennzeug gefunden. Diese Aktionen werden ausgeführt von Profis. Ja, 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 Leute. Geil. Das geht richtig gut. Wie gemütlich ist das hier denn bitte? Ist so. Was hast du eigentlich für eine Mini-Pizza? Das ist ja ein Stück, einfach nur so ein Mini. Wollte sie ja. Was isst du? Ein Döner-Teller, das gleiche wie du. Und du? Und ein Salad. Gesund unterwegs. Das Feuer geht schon fast wieder aus. Unser Feuer ist einfach mal so gut geworden. Ich habe jetzt eine Fackel, aber die fackelt nicht lange. Oh Gott, der war schlecht. Das Feuer ist so perfekt jetzt. Danke. Feuer in der Kanne. An diese Tür, dass sie sich geopfert hat. Eine Tür in einer Schubkarre. Es ist richtig schön mit euch. Oh. Heute ist noch einmal 30 Grad gewesen und ab jetzt geht es nur noch in die Kälte. Und ab jetzt geht es nur noch bergab. Wir genießen den letzten Sommertag. An diesen Tag werde ich mich immer erinnern. Oh, wie süß. So, wir brauchen ein bisschen Zunder. Es brennt aber schon richtig gut, aber jetzt... Kung Fu Panda! Ist das eine Tür? Oh ja. Mathis, was versuchst du jetzt? Ich möchte auf dem Dach schlafen. Ich glaube, wir wollen auch auf dem Dach schlafen. Ja, das ist mega chillig. Dann können wir in die Sterne gucken. Ist leider ein bisschen bewölkt. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einfach die Matratze hier aufs Dach schmeiße. Okay. So. Aber okay, glaub, doch. Nein. Probier doch mal aus. Auf der anderen Seite ist das viel besser. Du musst mit richtig viel Kraft einfach machen. Seite. Wie spät ist es jetzt? 11:30, glaube ich. Oh ja. 1, 2. Oh, perfekt. Okay, sie ist weg. Wollen wir dann auch oben auf dem Dach schlafen? Ja, lass uns unsere Sachen auch hochräumen. Willst du die Matratze auch auf dem Dach schmeißen? Ich kann es mal versuchen. Auf dem Dach schmeißen? Hat wirklich solche Sprachfehler? Es geht gar nicht. Yes! Oh! Alarm! Alarm! Hat nicht geklappt. Los, Matthias, hilf mir doch mal. Ich schaff das schon. Ey, wie frech. Ich kann halt nichts machen. Ich habe die Kamera, die auch sauschwer ist in der Hand. Und hier habe ich noch dieses Licht. Ja, und jetzt mit Kraft. Ja, ach, perfekt. Sehr gut. Du bleibst da jetzt. Brauchst du Hilfe? Ich gehe schon mal aufs Dach und ziehe eure Matratze dann so da hoch. Okay. Tom, glaubst du, das wird eine gute Nacht werden? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade schon überlegt, das Dach ist ja schräg. Nicht, dass man in der Nacht so runterrollt. Ja, das wäre mega ungünstig.
Aber ich glaube, das passiert nicht. Ich finde halt wenigstens gut, dass wir jetzt nicht von Ratten angeknabbert werden können. Ich finde es gut, dass wir zu viert sind, weil zu zweit hatte ich echt Angst gehabt. Ja, ist wirklich so. Weil wer beschützt dich dann, Tom? Ist so. Ich muss mich beschützen, aber keiner beschützt mich. Ja! Sehr gut. Wow. Juhu! Wir sind schon hier oben. Was holt ihr da? Wir holen uns eine Treppe. Eine Treppe? Wo habt ihr die denn her? Was? Ach so. So ein Bock. Okay, wir schauen jetzt mal, wo wir hochkommen. Schon ein bisschen akrobatisch. Meine Beine sind halt auch so kurz. Bravo. Wow. Mega gut. Mathis, erzähl mal kurz, was hat der Wetterradar gerade gesagt? Ja, Wetterradar sagt, das sieht gar nicht gut aus. Ich zeige das jetzt mal. Oh, das sieht schon sehr blau aus. Okay. Warum ist es 23.40 Uhr, haben wir es jetzt. Und bam, es geht einfach gleich direkt los. Und dann kommt das Gewitter auch noch. Wir blicken aber der ganzen Sache einfach positiv entgegen. Das hört sich die ganze Zeit an, als wenn da jemand wäre. Ja, vielleicht sind da ein paar Tiere. Tiere? Ja. Was für Tiere? Das, oh, ist das Feuer. Das Feuer. Oh, hier ist schon unser Bett aufgebaut. Okay, das ist schon cool. Alter, das ist richtig geil. Nee, ich habe gerade schon Probe gelegt. Stell dir mal vor, man rutscht hier so runter. Alter. Das ist der Albtraum. Das ist halt schon mega chillig. Das ist halt schon heftig nice. Geil. Das ist richtig cool. Leute, da saßen wir eben noch. Das Feuer machen wir gleich noch aus. Und dann sleepen wir hier. Ich sehe das schon die ganze Zeit. Was? Dass es gewittert. Gut, dass wir es gewittert schon? Ja. Oh nein. Wenn du mal nach da hinten guckst, sieht man, wie es gewittert. Wir hatten unser Bett schon unten aufgebaut. Naja, jetzt stellen wir erstmal hier oben. Es wird alles gut. Gleich so klitschnass. Ich glaube, man muss einfach nur daran hoffen, dass es dran vorbeizieht, dann passiert das auch so. Ja, es wird dran vorbeiziehen. Erfahrungsgemäß zieht es immer dran vorbei. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es regnet. Legst du deine Hand dafür ins Feuer? Nee, ist mir zu warm. Ich will auch nicht gehen. Leute, oh, jetzt sieht man es da hinten. Man hat es gerade gesehen, es hat geblitzt. Ja, es blitzt die ganze Zeit. Und es fängt an zu regnen. Oh nein, Leute, was machen wir denn? Ich will echt noch nicht runtergehen, das ist hier voll gemütlich. Wer hätte gedacht, dass das mal so ein cooler Abend wird? Mit ich glaube, Regen. Wir müssen das Dach halt echt verlassen. Ja, ich glaube auch. Die Sachen sind nachher alle komplett nass, ja, von den Matratzen. Oh nö. Oh nein. Sorry, Ladies. Abo. Das war ein kurzes Vergnügen, aber es fängt gerade an zu regnen. Oh nein! Oh nein. Oh Mann! Hier ist es echt nass und rutschig. Ja, ist mega rutschig, das wird auch passen. Du musst sie fangen, ja? Ja. Sie kommt! Alter, sie hat sie gefangen! Mega! Super! Das war leider die kleinste Matratze, wir steigern uns jetzt. Alles okay? Nee, ich hätte ja voll mit meiner eigenen Hand in mein Gesicht geschlagen. So, zweite Matratze. Hebt sie vielleicht direkt auf und packt sie ins Trockene. Vor allem jetzt packt sie nicht einfach. Ja, sorry, ich musste gerade nicht hundiert zu sein, ja? Einfach das. Boah, das ist mega rutschig. Ja. Okay, lass die mitnehmen. Tschüss, Nachtlager, es war schön. Trotzdem muss ich sagen, bin ich traurig. Das war so ja schön da. War wirklich cool. Ja, und jetzt holen wir gerade die Stühle rein. Die Matratzen sind jetzt hier schon. Wie ist die Lage? Die Lage ist nicht mehr so heller. Sie ist jetzt dunkler. Nee, aber das Feuer ist aus. Wir sind alle sehr deprimiert, weil es war sehr schön da oben. Es wäre eine coole Nacht geworden. Wir müssen das nächstes Jahr nachholen. Es war leider die letzte Sommernacht, aber es soll jetzt richtig gewittern. Deswegen werden wir jetzt hier abbrechen. Matthias, wie fühlt sich das an? Schlecht. Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Oh, es kommt keiner. Bist wohl doch kein Star. Wie holt ich hier niemand raus? Ah, muss hier selber rausfahren. Leute, dann. Let's fetzen. So ein Ärger. Tom hat das Auto hier jetzt erstmal rangeholt. Und jetzt laden wir alle Sachen ein und dann geht's zu Mathis. Wir haben uns die Nacht alle anders vorgestellt. Ja, ich hätte ehrlich gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich hier den Hof verlassen kann. Aber ja, ich bin wirklich traurig, weil es war richtig cool da oben. Ist das eigentlich die Matratze von eurem Bett zu Hause? Ja, das ist die Matratze. Das ist echt irgendwie schlimm. Pfadfinder-Verabschiedung, wie machen Pfadfinder das? Ja, aufs ja nächste Mal. Also es war wirklich schön mit euch. Ja. Aber wir müssen abbrechen, das Wetter ist einfach zu krass. Was ist das halt auch für eine Sommernacht? Wir haben uns das hier ganz anders vorgestellt. Und es gewittert einfach in einer Tour. Beim laut Wetter soll es erst ab 7 Uhr regnen. Ich werde diese Nacht nie vergessen, Leute. Es war mir eine Ehre. Wir holen das irgendwann nach, nächstes Jahr. Im Sommer. Ja. Im richtigen Sommer. Jetzt ist einfach schon September. Ja. Gut, Kinder. Aber schön mit euch. Dann. Okay. Nach Hause. Yes. Tschüss. 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 Ciao. Hab
nach Hause. Also wirklich traurig. Ja, so sad hat ein Video noch nie geendet.